Hallo und herzlich willkommen wieder zu unserer Tippsendung von OneXU.com mit mir, Alexander Kaiser, mit den Expertentipps zu diesem Wochenende. Ja, und letzte Woche, da gewann ein Tipp hier Usa Jocelyn mit Alexandra Abriva, flog vorbei und gewann ein gut hochdotiertes Rennen. Ich hoffe, den haben Sie gewettet. Und mit diesen guten Tipps wollen wir natürlich weitermachen. Am Samstag geht es nach Maidan zum Super Saturday. Da habe ich zwei Rennen für Sie rausgesucht. Und am Sonntag geht es dann nach Cannes-sur-Mer in den Süden Frankreichs in den Grand Vitesse de la Côte d'Azur über 1609 Meter. Ja, dann gehen wir gleich mal rein in das Programm hier. Erstmal zum Samstag, tolle Rennen in Maidan. Am 31.03. ist ja der ganz große Renntag. Nur Gruppe 1 Rennen, alle hoch dotiert. Und das ist so ein bisschen ja, die Vorprüfungen für diesen großen Tag. Wir gehen rein in das Jebelhatter Gruppe 1, fünfte Rennen der Karte, über 1800 Meter. Tolles Rennen hier, muss man sagen. Und Godolphin startet gleich 5 Pferde an der Zahl und alle haben Chancen auf den Sieg. Wer ist das bessere Godolphin-Pferd? Letztes Jahr gewann kein Godolphin-Pferd, da gewann Decorated Knight vor Foxwood. Und Foxwood geht hier mit William Boyk hier aus dem Stall von Charles Appleby. Der ist wieder dieses Jahr dabei und hat letztes Jahr 2 Starts gehabt vor diesem Rennen, bevor er Zweiter wurde. Diesmal hat er nur einen gehabt. Danach ging es auch nicht mehr weiter für ihn. Aber letztes Mal gewann der Ballach prompt und ist auf dieses Meeting jetzt vorbereitet. Ich denke mal, er wird auch am 31.03. ein Rennen bestreiten. Promising Run musste sich mäßig strecken hier. Das Pferd, das mit Harry Bentley an den Start geht. Mal gucken, ob die 5-jährige Stute noch was im Tank hat. Lejla hier, das ist das Pferd mit Patrick Crossgrave. Der ist auf einer Ebene mit Foxwood. Dann haben wir noch 2 Pferde aus Südafrika drin. Das ist einmal Janobi und Whiskey Baron. Whiskey Baron ist für mich das dunklere Pferd von den beiden. Konnte die letzten beiden Male in Maidan ja gut aufpunkten hier. 4. und 6. Und wenn der mal wirklich zeigt, was er kann, dann ist er hier ganz gefährlich. Sein Jockey ist Com O'Donoghue. Ja gut, Godolphin will dieses Rennen holen. Letztes Jahr wurden sie ja Zweiter und das werden sie auch. Die Afrikaner sind natürlich gefährlich, aber ein Pferd habe ich noch nicht angesprochen. Das ist für mich der Sieger und zwar ist das Ben Battle, das Pferd mit Eusin Murphy. Der war 5. im englischen Derby, 5. in den King George Queen Elizabeth Stakes in Ascot. Und dazu kommen noch 2 ganz überlegene Siege in Maidan. Ist doch am 31.03. aktuell Favorit bei den Bookies. Also für mich hier Ben Battle, andere Ware, 4-jähriger Hengst. Da kommt noch ganz, ganz viel, hat auch schon viel gezeigt in seinem Leben. Also für mich Ben Battle hier, andere Ware. Und da muss schon sehr viel kommen, dieses Formpferd zu schlagen. Also im 5. Rennen Ben Battle, das ist die 10 hier in Maidan. Das ist mein Tipp für Sie. Dann geht es weiter ins 6. Rennen in die Al-Maktoum Challenge Gruppe 1 hier. Natürlich 400.000 US-Dollar dotiert über die Distanz von 2000 Meter. Thunder Snow hier, den kennen wir schon aus Europa. Mit dem wechselte man oft in der Distanz von 1600 bis 2000. Versuchte man sehr viel. Und zuletzt konnte er in Maidan über die 1900 Meter gewinnen. Hat auf Gras schon andere Pferde gesehen. Zum Beispiel, das war in Deauville in einem Gruppe 1. Da ging er ja verspätet ab hier aus der Box und lief noch ganz, ganz stark heran. Danach enttäuschte er aber der hat schon ganz andere Pferde gesehen. Letztes Jahr gewann er schon auf Sand. Das war das Derby in Maidan. Und da gewann er mit Christophe Soumignon. Ist jetzt 4 Jahre alt und ist ein ganz, ganz tolles Pferd. Ja, wer kann dieses Pferd schlagen? Aus dem blauen Stall hier. Was ist mit Second Summer? Letztes Jahr Sieger der Godolphin Mile. Das war vor Ross. Das war eine ganz starke Form. Aber der ist dieses Jahr nicht in Tritt gekommen. Argentinisches Pferd ist auch hier am Start. Das ist Saltarin Dubai. Der Name sagt schon aus. Er kehrt hier nach Dubai. Gewann sehr stark. Wenn er das nochmal zeigt, kann er hier ganz, ganz stark unter die ersten 3 laufen. North America, das ist für mich der Gegner von Thunder Snow. Die beiden haben sich letztes Mal getroffen. Richard Meilen ist hier der Partner, russischer Besitzer. Kurzer Kopf war er letztes Mal hinter ihm. Und Thunder Snow musste alle Register ziehen. Das war ein Meisterritt von Christophe Soumillon. Und jetzt sitzt Eusin Murphy drauf. Das ist nicht Soumillon. Und ich denke mal, North America, das wird noch ein gutes Geld geben, denn die Wetten werden auf Thunder Snow sein. Aber für mich, North America schlägt Thunder Snow in diesem Rennen. Und er gewinnt die Al-Maktoum Challenge am Samstag in Maidan. Und dann geht es weiter zum Sonntag nach Cannes-sur-Mer in den Grand Criterium de Vitesse de la Côte d'Azur. Ein Rennen der UET Master Serie über die Meile, 200.000 Euro dotiert. Ja, Bold Eagle, sie wollen mal ein Rennen gewinnen. Er wurde jetzt die letzten 6 Mal geschlagen
Und ja, die Connection Umpia Pilarski, die wollen mal wieder ganz oben stehen. 1600 Meter, das kann er, das hat er in Solvalla gezeigt bei seinem Vorlaufsieg in 084. Und das kann eigentlich in diesem Feld keiner. Bert Parker, eigentlich kein Sprinter. Wenn man mal in die Form reingeht, er hat mal in Argentan, ist er über die Meile gelaufen, das war ein dritter Platz. Aber ja, der ging ja letztes Mal sehr, sehr stark, gewann den Grand Prix de Paris hier über 4000 Meter. Aber ein Sprinter ist er eigentlich nicht. Wer kann den beiden gefährlich werden? Timone K., Fragezeichen aus Italien. Muss er mal gucken. Die beiden letzten Formen waren nicht so stark. Anna Mix jetzt im Autostart. Da kommt sie doch besser zurecht. Jetzt sitzt Björn Goop drauf. Aber die Formen waren eher bescheiden. Speziell die Form aus Schweden war ganz, ganz schwach. Billy de Montfort hier, eigentlich ein gutes Pferd über die Sprinterdistanz, geht mit Nicola Enschier. Das ist der Mann hier der Stunde. Gewinnt viele Rennen zurzeit in Canzumia. Vielleicht kann er ein bisschen zaubern mit der siebenjährigen Stute. Shadowgar und Sharongar sind noch hier genannt. Die beiden sind toll in Schuss und sollten nicht außer Acht gelassen werden. Genauso wie Cash Gamble, der sprang letztes Mal im Prix de Paris an. Unserenate ist hier noch drin, wenn sie denn läuft. Ihr letztes Jahr in Frankreich, zehnjährige Stute, erlebt ihren zweiten Winter, muss man sagen. Auch ein gutes Pferd. Mal gucken, wie die hier zurechtkommt. Aber dieses Rennen geht über Bold Eagle. Sechsmal Zweiter gewesen. Jetzt holt er sich dieses Rennen ohne Wenn und Aber. Bold Eagle, Frankie Nivar, 084 in Solvalla. Das war ein toller Trip hier. Mal gucken, wie er noch drauf ist nach diesen harten Rennen. Aber für mich, Bold Eagle wird hier ganz vorne sein und gewinnt für mich den Grand Criterium de Vitesse de la Côte d'Azur am Sonntag. Das war natürlich schon die Tippsendung hier. Tolle Rennen am Wochenende. Noch ein Hinweis, nächste Woche geht es nach Cheltenham. Da haben wir natürlich auch ganz wieder tolle Angebote für Sie. Seien Sie da bereit und schauen sich die Rennen an. Alle Rennen natürlich live im Stream. Und ich wünsche natürlich ganz viel Glück beim Anliegen Ihrer Wetten an diesem Wochenende. Bis dahin machen Sie es gut und schaffen Sie was an. Tschüss.